und kommst wieder in den Kniestand. Du greifst an die Kehle, sanft. Du nimmst erstmal wahr, was du spürst. Du machst gar nichts, außer in Ruhe zu atmen, in dieser Position zu sein, im Kniestand auf den unteren Rücken achten. Wer nicht gut im Kniestand ist, setzt sich hin oder stellt sich hin. Ja? Und jetzt wechselst du zu einer Atmung, bei der du erstmal lautlos durch die Nase einatmest und dann aushauchst. Aus der Tiefe des Halses, sodass du das unter den Händen spürst, dieses Vibrieren. Am Kehlkopf. Und nicht nur aus dem Mund hauchen, sondern aus der Tiefe. Den Kehlkopf so etwas enger stellen in der Kehle. Genauer gesagt, es ist die Stimmritze, die verengt wird. Ihr merkt, diejenigen, die es kennen, wir bewegen uns in Richtung Ujjayi, die nach oben strebende, die siegreiche Atmung, das Wellenrauschen. Probier es einmal mit geschlossenem Mund auch diesen Ton zu produzieren. Ich mache es jetzt bei der Einatmung schon mit. Dann probier es mal umgekehrt. Wir spielen noch ein bisschen damit. Jetzt bei der Einatmung mit geöffnetem Mund die Luft einzusaugen. Der Mund wird dabei etwas trocken. Ja? Und die Ausatmung im Unterschied dazu jetzt mal freizugeben. Einige Male wiederholen. Sei jetzt mit dem Klang in der Ausatmung. Es hört sich unterschiedlich an bei geöffnetem Mund. Und dann ohne Geräusch bei der Ausatmung. Spiel mal etwas damit, ganz bewusst, selbst wenn du Ujjayi kennst. Öffne den Mund, mach es mal bei der Einatmung, bei der Ausatmung, kombiniere das, ja, sodass du in dieses Gefühl kommst und das Rauschen stärker hörst. Es ist ja dieselbe Potenz, selbst wenn nachher der Mund geschlossen bleibt und die Luft durch die Nase fließt, die Situation in der Kehle, im Hals bleibt gleich bei Ujjayi. Ja? Bleib bei diesem inneren Klang. Oder bei deinem Klang, wenn der Mund geöffnet ist. Jetzt variieren wir, zum Beispiel bei der Ausatmung. Schließen wir immer wieder den Mund. In der Zeit fließt die Luft durch die Nase. Das hört sich dann an wie Ham, Ham, Ham. Ja? Das ist ja für mich ein sehr angenehmes Wort, Ham, Ham. Und bei der Einatmung dann
Und dann lass den Mund bei geschlossen und versuch es durchgehend mit geschlossenem Mund. Ujjayi. Dann löse dich von dieser Atmung, komm in den Stand und spür einmal nach, wenn der Atem jetzt ganz ruhig fließt, ohne dass du Einfluss nimmst, wie fühlt sich das an? Du wirst vielleicht oder sogar wahrscheinlich einen Unterschied merken. Worin besteht der Unterschied? Achte auf das, was du jetzt nicht mehr spürst. Auf das Gefühl, das sich jetzt einstellt. Im Körper, bei der Atmung, aber auch im Geist. Wenn du keinen Unterschied merkst, merkst du keinen, ne? Dann ist das so.